Sind gereift im Herbst, als ich mal einige Spiele nicht gespielt habe. Bin ich morgens aufgestanden, haben mal gespürt, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn wirklich mal du einfach keinen Druck hast. Dann ist er wieder stark bergauf gegangen mit der Leistung, vor allem im Frühjahr. Und dann haben sich die Siege haben sie aber nicht mehr so richtig angefühlt, wie es sich anfühlen müssen. Dafür, wenn eine Niederlage war doppelt und dreimal so schlimm und das hat dann nicht mehr gestimmt. Und eigentlich in Barcelona, wo wir eigentlich den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert haben. Da war es so, dass ich habe mir zwar mega gefreut, es war mit der beste Abend, aber ich bin im Bus eingestiegen und habe einfach gedacht, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo wir hoffentlich noch jetzt erst recht den Sieg holen in Europa League. Und dann ist wirklich für mich Zeit, ein neues Leben zu beginnen, einen anderen Abschnitt. Und in dem Moment war eigentlich mein Entschluss und meine Hoffnung, nach dem Europa League-Sieg aufzuhören.